Noch 2 Tage bis Weihnachten, ne? Dann haben wir es wieder geschafft für dieses Jahr. Ja, danach kann man Schlitten wieder wegpacken und nächstes Jahr geht es wieder weiter mit dem Geschenke ausliefern, ne? Aber wir müssen ja noch ein bisschen nachliefern und dann müssen noch, dann kommen gewisse Geschenke zurückgeschickt, ne? Retourengeschäft, ne? Aber hier sind ganz viele Sachen drin. Da mal gucken, wer von euch was gewonnen hat, ne? So, was haben wir denn heute für schöne Sachen hier drin? Hier haben wir von Loxon haben wir hier einen Rauchmelder. Dann haben wir hier von Dörken hier so ein Taschenbuch, so ein Jahrbuch. Da kann man jeden Tag dann schön seine Sachen eintragen. Wir haben eine Rundpfeile, wir haben Loxon Bandana, wir haben Loxon Cap. Wir haben 2 Notizbücher, einen großen Schraubendrehersatz von Vera und eine Allround-Bastlermütze. Die sind ja gestern gekommen. Und da haben sie schon einen Kalender jetzt drin. Ja, da wollen wir mal gucken, wer von euch da was gewonnen hat. So, da tippen wir mal das Suchwort ein. Hashtag Adventskalender 2023. Und mal gucken, wer den Loxon Rauchmelder gewonnen hat. Er hat Peter Bohuslav 4924 gewonnen. Hashtag Adventskalender 2023. Freue mich echt wieder was von euch zu hören. Wünsche euch einen Advent und schöne Weihnachten. So, und wer hat das Jahrbuch gewonnen? Das hat Mario Hahn 681 gewonnen. Schön mal wieder was von euch zu hören. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Hashtag Adventskalender 2023. So, wer die Rundpfeile von Gidore Rett gewonnen? Die hat Stefan Gugler 4501 gewonnen. Ich habe auch schon drauf gewartet. Zum Glück gibt es den Hashtag Adventskalender 2023 auch heuer wieder. Freue mich auch wieder mehr von euch zu hören. So, wer das Loxon Bandana gewonnen? Das hat Ben 32768 gewonnen. Endlich wieder Hashtag Adventskalender 2023 Zeit. Ne? Ich hoffe, es gibt bald wieder neue Videos. So, und die Loxon Cap, wer hat die gewonnen? Die hat der Schaltschrank Doc 4438 gewonnen. Lang nichts mehr gehört, aber schön, dass es nochmal den Hashtag Adventskalender 2023 von euch gibt. Ne? So, wer das erste Notizbuch von MEG gewonnen? Das hat Simpel 6 und 5 gewonnen. Immer weiter so. Hashtag Adventskalender 2023. So, haben wir das zweite Notizbuch gewonnen. Das hat endlich Feierabend 2074 gewonnen. Ja, servus. Schön, dass es euch noch gibt. Hashtag Adventskalender 2023. So, den großen Vera Schraubendrehersatz, den Elektroschraubendrehersatz, wer hat den gewonnen? Dann hat Moritz Merz 91 gewonnen. Hashtag Adventskalender 2023. Und die Allround-Bastler-Mütze, die ja jetzt endlich da ist, die hat IB100 gewonnen. Hashtag Adventskalender 2023. Allround-Bastler are the best. Merry Christmas. Ja, wie kommt ihr in eure Gewinne? Geht bei uns auf die Homepage, geht aufs Kontaktformular, füllt das aus mit eurer Adresse und allem drum und dran. Denkt an die Postleitzahl und an die Hausnummer. Und wenn das mit unserer Liste übereinstimmt, dann schicken wir euch den Gewinn zu. Achso, und natürlich YouTube-Name, Tag und den Gewinn natürlich nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja, und es sind nur 2 Tage bis Weihnachten. Da wollen wir mal gucken, wer morgen, übermorgen noch alles von euch was gewonnen hat. Macht's schwer gut. Ciao.